So, damit herzlich willkommen zurück zum nächsten Part über Let's Rätsel New York Mysteries Hochspannung. Ich habe Gott sei Dank jetzt gerade in der kurzen Aufnahmepause das Chameleon-Objekt schon mal gefunden. Das heißt, das wäre schon mal erledigt. Was haben wir jetzt hier? Ohne das zweite Rad bewegt er sich nicht. Ja, das ist natürlich schlecht. Dann, ne? Muss man auch was machen. Was hier? Ah, okay. So, berühre die Schraubenschlüssel in der richtigen Reihenfolge. Woher soll ich wissen, wie die richtige Reihenfolge ist? Hier. Ach, der bleibt dann drin, wenn er richtig ist. Okay. Ja, schön. Oh Gott. Perfekt. So. Das 18. Dia. Sehr nice. Aber die Komponente. Und den Bolzenschneider. Also ich glaube, den Bolzenschneider, den können wir für den, hier für den Käfig da benutzen, wo das, hier der Panda ja drin ist. So. Pass mal auf, den, ne? Das. Sollte die Behörden des Umweltschutzes verständigen. Ja, das. Das ist, glaube ich, besser. So, die Getreidekörner nehmen wir mit. Läuft der Timer eigentlich? Tatsache. Perfekt. Ich freue mich sehr. So. Oh, das. Dieses arme Vieh. Hä? Ach, das ist das Cameo-Objekt. Na, sehr schön. Nummer 32. Geil. Freue mich. So. Oh, wir haben jetzt einige Aufgaben wieder zu gelingsen. Freut mich irgendwie gar nicht. Aber hey, was soll's. Ah, warte mal. Hier neben der Werkstatt. Ich glaube, dann nehmen wir hier... Genau. Ich muss ja die Taube anlocken. Wasserhahngriff. Okay. Tja, dann... Warte mal, den Wasserhahngriff, den können wir ja, glaube ich, hier vorne ansetzen. Das hat ja mit dem normalen Griff nicht geklappt, weil wir den ja in dem anderen Dingsspiel da brauchten. Und jetzt? Ach, jetzt kommen wir hier oben. Ach so. Hey, 19. Jahr. Geil. Und die Schippe. Also die Schippe brauchen wir auf jeden Fall vorne hier für den Dingsbereich hier, ne? Warte mal. So. Danke. Danke für die Blumen. Freue mich sehr. So, schipp dir mal ein. Bring ihn hier auf die Schippe, ja. Brauche eine Art Modell von Teslas Gebäude. Ach so, da, ja, was fehlt denn da jetzt noch? Ich hab keine Ahnung. Ich guck erstmal alles durch, ne? Alles klar. So, Feuerzeug bestimmt auch nicht knapp. Toll. Hier ist mit der Jungen. Oder hey, die Münze. Wird alles ausgetestet. Aber wie gesagt, irgendein Teil fehlt da jetzt noch. Hm. Im Erdgeschoss und jetzt haben wir hier noch Reparaturwerkstatt. Warte mal, ich gehe erstmal ins Erdgeschoss. Ich möchte nämlich gerne mal wissen,
Was müssen wir jetzt hier überhaupt noch machen? Warte mal, kommen wir hier vielleicht oben so auf den Dachboden drauf? Warte mal, wir müssen ja irgendwie... Hier vielleicht mit dem Feuerzeug? Nee. Aber, ja, wir haben doch den Bolzenschneider, Dennis, jetzt denk mal nach. Das ist doch easy. So, Dankeschön. Wieso habe ich das gemacht? Scheiße. Ne, Mörtel ist doch etwas. Ja, dann guck nach. Ich habe nur leider keine Schaufel oder sonstiges. Mit der Axt wird das wohl nicht funktionieren. So. Brauchen wir den da jetzt vielleicht zu, oder? Nö, auch nicht. Hätte ja sein können. Man weiß es ja nicht. Natürlich abgeschlossen. Da brauche ich dann den Schlüssel für. Alles klar. Ohne den Knauf geht die Tür nicht auf. Ein Sieb. Ah, warte mal, da können wir... Moment, das müsste doch so auch gehen, oder? Ach, da haben wir die Nägel. Soll ich dich mal nageln, ey? Da komme ich nicht ran. Hier. Gönn dir. Sehr nice. So. Ich brauche eine Batterie. Ach so. Ja. Ich melde mich gleich. So, das könnte man auch noch mitnehmen. Ja gut, weiß ich doch nicht. Woher soll ich denn das wissen? Jetzt haben wir einen Ziegelstein. Ah, warte mal. Das Brett hier dran, die Nägel dran. Klappt das vielleicht mit dem Ziegelstein? Nee, das klappt nicht. Mit der Axt. Gut, ich war jetzt eigentlich fest der Meinung, da wird alles kaputt gemacht. Aber okay. Platziere die Ziegelsteine und vervollständige das Bild. Ja gut, ich weiß jetzt im ersten Moment gar nicht, wo jetzt der Anfang und wo das Ende ist. Aber hey, ist okay. Ah, okay, die werden dann auch grau, also ich kann sie dann nicht mehr bewegen. Wunderbar. Okay. Das sollten wir, glaube ich, gerade so hinkriegen. Hoffe ich. Denke ich. Also ich weiß es nicht. Wenn wir es hinkriegen, ist gut. Wenn nicht, ja, dann... haben wir ein Problem, aber das sollte eigentlich, ne? Also eigentlich, ja, ne? Weiß ja Bescheid. Hä? Und vielleicht dahin, dann kommt der hier vorne hin. Den dann hier ganz unten. Dahin. Und die beiden auch noch wechseln. Dankeschön. So, pass auf. Jetzt können wir... Was mache ich da? Hier war doch irgendwo noch ein Ding, was abgeschlossen ist, oder? Habe ich jetzt gerade völlig einen an der Waffel? Ich glaube ja. Ich glaube, jetzt ist echt, also bei mir ist, glaube ich, jetzt Hopfen und Malz komplett verloren. War doch hier. Ja, siehste. Also Dennis, mal ein bisschen Gehirn anstrengen, aber das kann ich heute nicht mehr. Das ist vorbei.
Wir kriegen es nicht mehr hin. So. Fahr los. Oh yeah. Danke. Und jetzt gehen wir... So. Danke. Weinpressengriff. Wow. Mensch, also das hatten wir ja, ne? Also... Dass wir das noch erleben dürfen. So. Mensch, also wir haben jetzt, wenn ich das gerade richtig sehe, bisher alle Sammelobjekte und so weiter gefunden, die es zu finden gab. Finde ich nice. Das gefällt mir richtig gut. So. Ach, hier haben wir das farbige Papier für den Jungen. Na, perfekt. Come on, my boy. I have a present for you. Thank you so much, miss. But I don't remember how to make cranes. Could you help me out? Berühre die richtige Stelle und falte so die Origami-Figur. Klar, krieg ich hin. Good lady, finally I'll be able to help my dad. You are so nice and caring. Do you want me to tell you a secret? Not long ago, I went to the old machinery warehouse. There I saw a horrible glowing man. I was very scared, but managed to leave unnoticed. I blocked the door with an old wagon so that nobody could enter. I unscrewed a wheel so that nobody could move the wagon. Here it is. Since that time, I've been afraid that scary man is going to come back. Ach, Jungchen, musst du keine Angst haben. Die Tante macht das schon. Oder der Onkel. Naja, egal. So, was haben wir denn hier? Welche Komponenten? Nee, Moment, das hatten wir schon. Der gruselige Mann. Der Junge hat mir etwas von einem unheimlichen Mann aus Blitzen erzählt, den er im Abstellraum gesehen hat. Das war garantiert Hugo. Ich muss mich da mal umsehen. Na klar. So. Dann hau das Rad hier mal dran. Oh Gott. Ja gut. Brauche etwas zum Löten. Ja. Verlöte dich selber. Offensichtlich fehlt eine Videokassette. Oh, bitte. Also bitte. Was haben wir denn jetzt hier alles? Ein Verbindungsteil, Isolierband, ein Staubwedel. Also können wir noch sauber machen hier. Wunderbar. Ein Draht, ein Posaunenstück und ein Verlängerungskabel. Nicht alle sind eingesteckt, ich muss ein Verlängerungskabel auftreiben. Ja, gönn dir. Da freut sich die Stromrechnung. So. Meine Güte, total verstaubt. Ja, Mensch, mach doch sauber. Kannst bei mir da weitermachen. Gut. Ah, warte mal. Da komme ich nicht dran. Eine Dose. Vielleicht mit dem Posaunenstück? Ah ja.
Ach, deshalb konnten wir da noch hin. Ah, okay. Alright. Ordnen die Videokassetten richtig an. Okay. Das ist doch nice. So, Lötkolben. So, du brauchtest jetzt hier so einen Lötkolben. Da fehlt doch was. Höher Verbindungszahl. Und Isolierband. Ohne ein Stück Metall geht es natürlich nicht. Ja. Ach so. Gönn dir. So. War nur mal ein Versuch wert, ne? Ach, warte mal. Oh Gott. So, den Draht da noch dran. Isolierband rum. Mischen, haben wir es doch schon. Geil. Dachte ich eigentlich. Ach so. 1, 2, 3, 4. Oh Gott. Das kann ich mir leider nicht merken. Aber ich habe ja meine Notizzettel hier am PC liegen. 1, 8, 6. So. Also. 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9. Hä? Habe ich da jetzt irgendwas falsch gemacht? Ich muss ja jetzt hier nach dem Fernseher gehen. Den als erstes. Das wäre Nummer 7. 2, 3. Neun, zwei, drei, vier, sieben, fünf, eins, acht, sechs. Pass mal auf, ansonsten, ich probiere es jetzt nochmal so, wie es jetzt hier auf den Fernsehern so stand, also so jetzt direkt. Ach so, da habe ich, ja gut, da habe ich dann ein bisschen zu kompliziert gedacht. Entschuldigung. Hey, komm, ich bin auch nur ein Mensch. Jetzt sei mir bitte verziehen. So. Ach, jetzt haben wir, Moment, ich glaube, wir haben das Modellstück jetzt voll. Ja, nice. So, wir können aber trotzdem noch was in der Reparaturwerkstatt erledigen. Warte mal. Ach so. Ja, Mensch, an das Ding habe ich doch gar nicht mehr gedacht. kannst du mal sehen, wie durch ich bin. Aber wir... Hä? Ach so, warte mal. Grammophonkurbel. Okay. Was hat die hier in so einem... Naja, komm. Ich frag lieber nicht. Ich frag lieber nicht. So, sollen wir am besten erstmal hier das Dings einsetzen? Jep, genau das wollte ich jetzt einsetzen. Dankeschön. Eine Schallplatte.
Und wir haben... Alter, geil, wir haben alle Dias gefunden. Du hast alle Dias gefunden und so 20 Level eines zusätzlichen Minispiels freigeschaltet. Du findest sie im Bonusinhalt. Alles klar. Sehr nice. So, was haben wir jetzt hier? Man hat mir meine Experimente wieder verboten. Ich weiß, dass sie gefährlich sind und die Versuchsobjekte nicht unbedingt überleben. Aber es könnte ein echter Durchbruch sein. Meine Resultate könnten unser bisheriges Konzept von der Natur der Materie komplett auf den Kopf stellen. Aber nein, ist ja ein Risiko verbunden. Aber ich werde nicht aufgeben und in meinem geheimen Labor weiterforschen. Ich werde eine Karte zeichnen, damit ich mich später nicht verlaufe. Ja, geil. Und wo ist die Karte? Du dummes Arschloch, ey, wo hast du die hingepackt? So. Amalgramo. Huch. Ja, bitte. Danke, gern geschehen. Ich freue mich. 5, 2, 7, 1. 5, 2, 7, 1, 3. Also 5, 2, 7, 1, 3. Nicht wundern, ich habe mir das mal mit aufgeschrieben, ne? Ach, und das müssen wir wahrscheinlich hier einmal. 5, 2, 7, 1, 3. Was? Bringe die Objekte mit Hilfe der runden Knöpfe an der richtigen Stelle unter. Sie leuchten auf, wenn sie sich am richtigen Platz befinden. Ach du Scheiße! Ah, okay, das Ding muss also in der Mitte. Neue Auszeichnung Endgeschwindigkeit. Was war das jetzt? Schließe das Minispiel mit den Figuren im Labor in weniger als... Habe ich das... Hä? Habe ich das so schnell jetzt hingekriegt? Es war aber Glück. Also, ohne Mist. So. Das schreibe ich mir vielleicht auch nochmal extra auf, man weiß ja nie. Also. Eins rechts. Zwei links. Drei. Geradeaus. Vier geradeaus. Fünf. Links, 6 links und 7 geradeaus. Alright. Gut, Karte nehmen wir zwar mit, aber trotzdem, ne? Ich habe das jetzt etwa nur zur Vorsicht. So, 5 Minuten 40 haben wir noch. Wolltest du noch irgendwas? Excellent! We've got a map. Ja. With its help, we'll find Tesla's secret lab. If the description is accurate, this is the perfect place to set a trap. We'll arrange for an energy transfer to the station connected with the tower. To activate the device, we'll have to climb Tesla's tower. Go there now and check if everything is in place. I'll gather the tools and get right to work. One more thing, Laura. Be careful, please. Ja, Schätzelein, ich bin auch immer vorsichtig. So.
Teslas Tagebuch. Ich habe Teslas Tagebuch gefunden. Darin steht eine Menge über gefährliche Experimente, die er in einem geheimen Labor durchgeführt hat. Ich muss herausfinden, wo dieses Labor ist. Vielleicht befindet sich dort etwas, was mir hilft, Hugo einzufangen. Vielleicht mit einem Pokéball. Schallplatte. Auf der Schallplatte, die neben Teslas Tagebuch lag, war ein Code. 52713. Den muss ich mir merken. Das haben wir schon erledigt. Teslas geheimes Labor. William sagt, dass das alte Labor von Tesla der perfekte Ort für eine Falle ist. Eine Karte habe ich und kann mich also sofort auf den Weg machen. William wird alles Nötige zusammensuchen und dann nachkommen. Sobald wir im Labor sind, können wir den Apparat dann aufbauen. Na, dann macht das mal. So, jetzt hier nochmal ganz kurz gucken. Also, uns fehlt jetzt noch eine Katze, eine Freiheitsstatue und ein... Maschinending. Keine Ahnung. Und dann noch ein paar vereinzelte Sammelobjekte. Ne? Das ist ja... Ist ja auch wichtig, ne? So. Okay. Dann, ja, machen wir uns mal auf den Weg, ne? Also. Ach so, die Karte... Hätte man mir jetzt nicht gesagt, dass die Karte da angezeigt wird, dann hätte ne? Es ist mir doch nicht aufgeschrieben. Links und geradeaus. Und nochmal geradeaus und nach links. Und nach links und nochmal geradeaus. Ich bin da. So, hey, wir haben... wir haben die, Glückskatzen alle gefunden. Das ist doch schon mal schön. Eine Schneidgiraffe. Mhm. Und das 33. Chameleon-Objekt. Geil. Ein Stein. Ja, gut. Einer dieser besonderen Steine fehlt. Ich sollte danach suchen. Wenn du das sagst. Diese Tür hat nur einen Griff und der ist auf der anderen Seite. Was, wenn ich ein Loch ins Glas schlage? Ja, nimm den. Mach doch. Scheiß was drauf. Ist doch nicht meine Tür. So, jetzt haben wir hier vorne noch ein Wimmelbild. Ich weiß jetzt auch gar nicht, welche Folgennummer das jetzt ist. Ich glaube, warte mal, wie viele Minuten haben wir denn noch? Zwei Minuten, pass auf, dann machen wir das so. Ich werde jetzt mal ganz kurz hier noch reingucken. Verlassensumspannwerk haben wir jetzt erledigt. Und dann wird das zu speziell, ja, das, wissen wir ja alles. Achso, alles andere haben wir, wir sind ja richtig gut. Nice. So, gucken wir noch mal ganz kurz in den letzten anderthalb Minuten, ob wir hier noch schnell vielleicht ein Sammelobjekt, hier haben wir schon mal das Chameleon-Objekt, ein einziges fehlt uns jetzt nur noch. Und hier haben wir die letzte Maschine, das heißt, diese Auszeichnung haben wir auch. Geil. So, die Kurbel nehmen wir auch gleich noch mit. So, den Timer können wir schon mal ausmachen. Ich glaube, dann haben wir hier jetzt erstmal soweit alles, oder? Metallklumpen, ja komm, nehmen wir alles mit. Gönn dir. So. Und, oh Gott. Wenn ich das Ding hier vorne sehe, dann habe ich schon wieder Angst. Irgendwie kein gutes Gefühl dabei. So. Aber wie gesagt, ich werde jetzt mal die Folge kurz unterbrechen, weil ja halt die 30 Minuten um sind. Und werde mal ganz kurz schauen, was bei welcher Folgennummer wir denn jetzt in der nächsten Folge sind. Und eventuell mache ich dann noch eine Folge. Ansonsten sehen wir uns dann in der nächsten Aufnahmesession wieder. Hier bei New York Mysteries. Hochspannung. Bis denn. Tschüssi.